MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Willkommen zurück heute mit einer neuen Busvorstellung, und zwar auf einer neuen Karte auf diesem Kanal. Wir haben die nächste Map zum Laufen gebracht, und zwar die Karte Waldhofen, Busverkehr Waldhofen. Und das Ganze schauen wir uns auch mal an, ist eine sehr schöne Karte. Schade, dass sie bei mir immer nicht ging. Jetzt geht sie allerdings, und wir fahren mit einem MAN A37 Euro 6 CNG, allerdings ohne CNG, ja. Oh Mann. Sondern wir haben nur CNG Sound drinnen. Schmeißen die Kiste mal an. Und zwar hat mir der gute Jerome nämlich ein kleines Pack geschickt für den A20Ü, den A21 und den A37. Und der A37 hat auch eine Erdgas-Variante dabei. Zumindest mit Erdgas-Sound. Und da habe ich mir gedacht, gönnen wir uns das doch einfach mal. Was hat er denn mit eingebaut? Eine Konvektor-Klimaanlage zum Beispiel hat er mit eingebaut. Ja. Das ist auf jeden Fall nice. Dann hat er eingebaut die Lenkräder. Ich finde die scheiße. Tut mir leid. Also geschmacklich. Also tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ich finde, das gehört eher in den LKW rein. Dann, ja. iBox. Mit neuen Texturen. Sehr nice auf jeden Fall. Und ja, dann das war's erstmal. Mal sehen, kommt vielleicht noch eine neue Version raus. Ist natürlich privat, das heißt keine Anfragen bitte bezüglich des Busses. Muss auf jeden Fall recht herzlichen Dank sagen, oder möchte ich auf jeden Fall recht herzlichen Dank sagen an Jerome. Ist ein sehr schöner Bus. Und ja, ist ein A37, das heißt, wir haben einen stehenden Motor. Wirklich sehr nice, freue ich mich drauf. Ich habe schon eine kleine Probefahrt mit ihm gemacht. Ja, wir fahren die Linie 593 als kleine Einstimmung heute bis Waldhofen Bahnhofsplatz. 13 Minuten, ganz entspannte Fahrt. Gibt allerdings ein Problem. Hier, M93 schildert, ja. Das müssen wir natürlich ändern. Ist so bei der Matrix. Kann man nicht ändern. So, das warten wir kurz. Jetzt, wunderbar. So muss das sein. Und dann fahren wir natürlich mal vorne zur Haltestelle und lassen die Oma auch rein hier. Also jetzt noch einen CNG-Tank umrauf und dann ist das doch perfekt. Naja, zumindest fast. So. Haben wir eigentlich hier so einen... Ja, haben wir so einen komischen Löwen auf dem Sitz. Oder ein Löwe ist das da nicht, das ist ein... Ein Wolf ist das doch von MAN, glaube ich. Oder? Weil, ich meine, der Bus heißt Lion City. Darf man nicht vergessen, auch wenn der A37 genannt wird, er heißt schon Lion City. Ja, also, ich habe ja gesagt, wir will ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal haben. Normalerweise fahre ich nicht MAN, weil ich MAN nicht mag, so, aber... Gut für euch, können wir es auf jeden Fall mal gerne machen. Und dann fahren wir mal auf Waldhofen. Eine David M. Map, wohlgemerkt. Sprich derselbe Entwickler von Adam Lauensbach. Und Winsenburg. 2015. Gefälle. Kleiner Gang. Nächste Haltestelle, Siedlung Müllertal. Jo. Welcome to the Lion City. MAN Lion City, ja. Könnten wir... Hier können wir mal gucken. Steht da Bus of the Year 2015. Na gut. Ich weiß, 2017. Ich weiß gar nicht, was jetzt 2016 war. Das wüsste ich jetzt nicht.
Aber 2017 war ja dieser. Oder war das 2017? Ich glaube, das war 2017. Das ist der neue Solaris war, Solaris Urbino Electric. Wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe, ehrlich, ohne Witz. Selbst MAN ist besser als Solaris. Also ich weiß nicht, nach welchen Kriterien dort das ausgewählt wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall darf das nicht sein, dass solche das ein Solaris Bus des Jahres wird. Wenn Mercedes mit zur Auswahl stand, das muss man sich mal geben. Meine Bedingung war natürlich, dass es ein neuer Antrieb sein muss. Sprich, es darf kein Dieselfahrzeug sein. Da war da ein Mercedes Erdgasfahrzeug. Da waren nächste Haltestelle Wunderwald. Solaris Electric und haben sich gedacht, oh Mensch, ja, Solaris Electric. Gut, Solaris ist halt wirklich vorbildlich in Sachen Elektrik. Oder Elektrobusse. Aber trotzdem ist das Schrott einfach, was Solaris macht. Naja. Vielleicht wird ja 2018 vernünftiger Bus dann gewählt. Von Mercedes nämlich. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist unbedingt, dass Elektrobusse so die Zukunft sein sollen. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Keine Ahnung. Also, ich meine, letzten Endes, wir sind nicht so, dass wir nur den Strom aus Windenergie und so weiter hernehmen, sondern der Strom, der da in die Autos und in die Busse gelangt, der wird ja schon teilweise noch aus Kraftwerken genommen, die dann wiederum schädlich sind für die Umwelt. Also, weiß ich nicht. So, das muss ich machen. Ich bin da eben mal irgendwie auf den Knopf raufgekommen. Also Sound ist wirklich 1A. Nächste Haltestelle auf der Engelshöhe. Was natürlich der beste Antrieb ist, ist Wasserstoff, weil Wasserstoff und Brennstoffzellen muss. Das sind so die Antriebe, die blasen ja gar keine Stickoxide und gar kein CO2 in die Umwelt. 0,0, ja. Aber BVG hat da keinen Bock drauf gehabt, da hat das nicht funktioniert mit dem Wasserstoff. Hatten sie ja mal. Brennstoffzelle wird ja in Hamburg getestet, weiß ich nicht, wie das ist. Ich finde das Thema immer interessant, ich rede da relativ oft hier in Let's Plays drüber. Weil ich finde, es gibt auch keine vernünftigen innovativen Antriebe hier. Es gibt Erdgasfahrzeuge, die gemoddet wurden in OMSI. Muss man schon sagen. Aber vernünftige Elektrofahrzeuge gibt es bisher noch gar nicht. Wollte mir nicht mit dem Solaris Electric kommen. Das war auch nicht so gut. Es war ein Anfang, klar. Oder Hybrid, aber so richtig realistisch sind sie ja auch nicht, diese Fahrzeuge in OMSI. Wasserstoffbus gibt es auch ein Repaint von. Für den MAN. Aber trotzdem fährt er nicht mit Wasserstoff und hört sich auch gar nicht so an. Auch der Brennstoffzellenbus, den habe ich euch ja auch schon vorgestellt in OMSI. Auch der hat ja noch einen Sound vom Dieselbus mit drin. So, verkehrsberuhigter Bereich. Ja, Schnauze. So, das heißt 4 bis 7 km/h. Wollt ihr, dass ich das jetzt mal durchziehe hier? Hier, 7 km/h. Alter, das ist so behindert, ne? So, wisst ihr, was ich da einfach mache, wenn 4 bis 7 km/h sind? Richtig, Vollgas. Juckt mich gar nicht, Alter. Vier bis sieben ist nämlich rollen lassen einfach.
Hallo. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Ist dein Ernst, Alter? Ja, mit dem 20er, genau. Noch kleiner Jüngling. Ja, tut mir leid, ich bin ja kein Bankinstitut. Achso, hinten, ja. Automatisches Kneeling hat der Bus nämlich nicht. Ach, eine sehr schöne Ausschwenktür haben wir hier an dieser Stelle. Nächste Haltestelle, Mühlerstraße. So, dass die Leute, die ich, ja, dass die Leute, die hier wohnen, nicht irgendwie hier zur Straße laufen können und man dort eine Haltestelle hinsetzt, ne? Bestimmt so eine Manfred-Siedlung hier, alle so fett und faul. Dass sie da in ihrer Spielstraße da extra eine Haltestelle brauchen. Alter! Also ganz nach Erdgas hört er sicher nicht an. So ein bisschen schon, aber das gefällt mir. Also der Sound ist generell relativ geil, muss man einfach klar sagen. Aber so hundertprozentig erdgasmäßig klingt das ja nicht. Aber es klingt halt auch nicht wie ein Dieselbus, das ist schon mal sehr gut. Ja, also wenn ihr noch weitere Folgen wünscht von dieser Karte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Könnt ihr generell von allen Maps, die ich euch jetzt zeige, die ich neu auflege. So unfreundlich sind sie aber auch hier, ne? Aber richtig. Hallo. Hallo. Weil das ja hier irgendwie so in der, also nicht Nordrhein-Westfalen liegt das ja, Waldhofen angeblich. Und da sollen die Menschen ja so sein. Wie alle im Laurenzbach, da sind sie auch richtig unfreundlich. Nächste Haltestelle, Bornholmer Straße. Bornholmer Straße. Man guckt euch mal rechts an zum Beispiel, ne, wie detailliert das alles hier gebaut wurde. Das finde ich richtig, richtig krass. Auch wenn es schon stark an Alheim-Laurenzbach, vor allem an Laurenzbach erinnert. Nächste Haltestelle, Elsterkamm. Komisch ist auch, dass das Tier immer so hell wird, ne? Ob das mit der Sonne zusammenhängt? Keine Ahnung. So. Ja, Polen muss da stehen, Alter. Polen scheiße. Finde ich interessant, auch gut, dass man es so klar dargestellt hat, so scharfe. Sonst normalerweise ist es ja richtig unscharf, dass man das einfach nicht lesen kann, weil da steht. So, du willst noch mit, ne? Hier, kommst du rein, kannst du rauskicken hier. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. Waldhofen Bahnhofsplatz. Meine Damen und Herren, dieser Bus endet hier. Bitte aussteigen. Ansage.
Jetzt ruckelst du wieder um sie, ne? Jetzt hast du mal wieder Bock drauf, ne? Wenn ich hier noch eine schöne Sonneansage durchrufen will. Geht nicht? Och Mann. Schade. Gut, für alle, die es nicht kapiert haben, dass die Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Und jetzt springt euch der Hydrolüfter an. Das ist nicht sehr schön, deswegen bin ich froh, dass die Folge gleich zu Ende ist. Ja, auf jeden Fall Link zum Bus in der Beschreibung für alle, die ihn nicht haben sollten. Freeway-Bus. Boah, der Nenne fährt sich auch so bescheuert, ohne Witz. MAN. So. Alles okay, sagst du? Das ist nice. Ja. So viel zu unserem coolen MAN-Bus. Fahrertür können wir immer noch nicht aufmachen. Ja, das soll es gewesen sein von Waldhofen mit dem MAN A37 CNG. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, haut rein, macht es gut. Ciao, ciao.